erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Wohnkabine, Hubkabine, Absetzkabine, noch eine Kabine. Der frühe Vogel fängt den Wurm und ich möchte euch heute zeigen, wie man eine solche Absetzhub-Wohnkabine selber bauen kann. Herzlich willkommen bei Ose Umweg. Heute zeigen wir euch, wie wir auf die Idee kamen, diese wunderschöne Kabine zu bauen, wie es dazu kam, ein paar technische Details für die, die wirklich interessiert sind, und den Rest könnt ihr unten über die Kapitel selber anschauen, was euch denn so interessiert hier bei dem Thema. Sonne geht gerade richtig schön auf und ich fange mal ein bisschen an, euch zu erzählen, wie das ganze Projekt eigentlich entstanden ist. Im Mai 2019 habe ich mir eine T4 Doka gekauft, wollte die herrichten und kam dann auf die Idee, dass wir da eigentlich doch eine Kabine drauf bauen können. Diese wunderschöne Pritsche hat 2,20 Meter mal 1,90 Meter Grundfläche. Aufgrund dieser zusätzlichen Schräge haben wir eine Länge von 2,60 Meter auf 1,90 Meter. Wir haben rund 5 Quadratmeter Grundfläche. Ist natürlich nicht arg viel, aber es reicht, sagen wir es mal so. Jetzt zeige ich euch aber erstmal, was der Grundaufbau von dem Ganzen ist. Am Anfang haben wir das Ganze erstmal nur in einem CAD-Programm designt, haben uns überlegt, wie wir die Möbel setzen könnten, wie das Ganze aussehen könnte, was alles rein muss. Das Ganze war am Anfang eigentlich nicht schlecht. Wir haben es aber dann alles nochmal umgeworfen. So wie es jetzt aussieht, so wie ihr es in der Roomtour gesehen habt, so sah es früher nicht aus. Vielleicht hat sich jemand in Instagram gesehen, wie es mal aussah. Die Grundidee hinter dem Ganzen war es einfach nur, eine Wohnkabine zu bauen. Materialtechnisch gab es nur die Möglichkeit GFK oder Aluminium. GFK ist unglaublich teuer und wir dachten uns dann, dass wir dieses schöne Teil vielleicht eher aus Aluminium bauen. Denn als gelernter Mechatroniker kann ich damit einigermaßen umgehen. Diese alten Bauhütten, die ihr hinter mir seht, waren der Anfang dieser ganzen Wohnkabine. Weil die habe ich geschenkt bekommen. Es waren einfach nur alte Bauhütten, die waren Schrott, die konnte ich haben. In dem Fall habe ich dann überlegt, wie ich das Ganze bearbeiten könnte. Und jetzt gehen wir kurz in die Werkstatt und ich zeige euch, wo wir das Ganze wie angefangen haben. Herzlich willkommen in dieser chaotischen Werkstatt. Hier haben wir das Ganze aufgebaut. Ich habe ja damals eine Olmet Abkantbank gekauft, die man aus Polen ziemlich billig geliefert bekommt. Habe ich am Ende auch wieder verkauft. Aber das war die Möglichkeit, mit der wir die Bleche bearbeiten können. Ich zeige euch parallel jetzt noch ein paar Bilder dazu. Erzähle euch aber gleichzeitig, was unsere Idee dahinter war. Unsere Überlegung war es, die Bleche, weil wir nur 2 auf 1 Meter Bleche hatten, weil das damals halt so hergestellt wurde bei diesen Bauhütten, quasi alle 4 Seiten von den Blechen quasi so einzukanten und die dann quasi so ineinander zu stecken. Ich guck mal, ob ich euch das irgendwie zeigen kann. Oh, ich habe jetzt kurz für euch 2 Bleche gebogen. Wir haben hier jeweils diese Kantung. Dann kam das so ineinander. Und hier zusätzlich noch ein Vierkant. Wenn man so ein bisschen sieht, so. Hier dazwischen kam dann noch eine Dichtmasse und das Ganze wurde dann vernietet. Zeige ich euch jetzt noch kurz am Auto. Sehen wir hier, dieses Blech ist rumgebogen, das Heckblech ist auch innen durchgebogen und das Ganze ist dann von innen mit Kleber vollgedrückt und dann alle 10 cm noch zusätzlich in eine Niete rein. Dadurch bekommt das Ganze dann eine Stabilität, dass es nicht wieder auseinanderfallen kann. Ich habe mal noch kurz die Bordwand runter gemacht, damit ihr es einmal seht. Hier unten sind auch ganz viele Nieten reingezogen. Die sind quasi in diesem unseren Systemprofil-Verstärkungsrahmen. Mit diesem Profilrahmen können wir das Ganze überhaupt so verschränkungstechnisch stabil machen, dass wir das Ganze mit den Stützen hochheben können. Mit diesen ganzen Blechen, die wir dann gebogen hatten, haben wir quasi so rundherum 3 Seitenwandbleche, haben dann hinten diese Schräge noch gebogen, den Boden so gut wie möglich mit wenig Teilen gemacht, dass weniger Chance auf Undichtigkeiten ist. Und als das Ganze dann einmal quasi zusammen war, haben wir das Dachblech dann noch gekauft. Das Dachblech haben wir nämlich extra gekauft, weil wir das am Stück haben wollten, dass es nirgends irgendwo eine Sicke geben kann, wo Wasser reinläuft. Das einzigste Loch im Dach ist die Dachluke und einmal noch der Durchgang vom Solar. Okay, zeige euch jetzt mal kurz eine von den Stützen. Diese wunderschöne Stütze ist nicht mehr wirklich stabil, aber sie war günstig. Die sind eigentlich auch vom Baugeschäft. Das sind Korbbindegalgen. Könnt ihr mal googeln, wenn ihr es euch genauer wissen wollt. Damit werden Körbe gebunden, um zum Beispiel Stelzen mit Beton auszugießen. Wir haben hier so eine schöne Ratsche. Dann kann man hier durch die Funktion quasi so das Ganze dann Stück für Stück anheben. Das Ganze können wir dann mit diesen 4 Stützen hochheben und können es auf unser Gestell setzen, damit es quasi nicht frei schwebt, weil ich vertraue diesen Stützen leider nicht. Zeige ich euch kurz.
Dieses Gestell haben wir gebaut mit Schwerlastrollen, damit wir die Kabine auch in der Werkstatt noch ein bisschen rumfahren können und das Ganze mal wegräumen können, dass es nicht so im Weg ist. Wir hätten natürlich gern geile Hubstützen, die man einfach mitnehmen kann, wo man die Kabine unterwegs auch mal absetzen, gescheit hoch runter machen kann. Die sind aber einfach abartig teuer, da reden wir von 2000 Euro. Für diese vier wunderschönen Teile habe ich 30 Euro bezahlt. Wir lassen die Kabine, wenn wir lange Zeit unterwegs sind, einfach drauf. Wir müssen sie nicht runtersetzen, im Notfall würde es noch mit einem Stapler gehen. Jetzt gehen wir aber mal weiter zum Thema Befestigung der Kabine auf der Pritsche. Befestigungstechnisch haben wir das Ganze so gelöst, dass wir einmal hier vorne Puffer haben, die das Ganze nicht nach vorne rutschen lassen. Diese Puffer sind in dem Systemprofilrahmen eingeschraubt und auch für das Gewicht zugelassen von knapp 700 Kilo. Hier hinten haben wir verstärkte Aluwinkel aus 6-7 mm Alu. Hier ist ein Schlitz reingefräst bzw. reingefeilt. Wenn man die Bordwand hochmacht, kann ich das Ganze hier verzurren. Somit kann sie nicht nach hinten. Und vorne kann ich die normale Halterung reinmachen und habe es dann damit auch fest. Im ersten Urlaub auf den Kanaren hatten wir die Kabine nur mit den Bordwänden gesichert. Und es hat überhaupt keine Probleme gegeben. Sie hat sich nie bewegt. Sie war nicht anders gesichert. Wir haben jetzt aber, weil wir einfach auf eine Nummer sicher gehen wollten, haben wir durch den Fahrzeugboden nochmal zusätzlich 4 Verschraubungspunkte gesetzt, die ich jedes Mal einfach, wenn ich die Kabine absetze, löse ich diese Schrauben kurz mit dem Akkuschrauber oder mit der Rätsche, ist völlig egal. Zwischen der Kabine und der Pritsche haben wir zusätzlich noch Bautenschutzmatten reingelegt als Anti-Rutschmatte und damit die Kabine nicht dauerhaft in der Feuchtigkeit steht. Sonne! Als nächstes zeige ich euch das wohl meistgefragte Thema, das Hydrauliksystem. Wenn wir diese Bordwand runterklappen, schnappen wir uns den Akkuschrauber, setzen den hier an und können dann einfach das Ganze hochsetzen. Wenn die Kabine dann nach rund 30 Sekunden oben ist, können wir auch durch die Tür rein. Da können wir natürlich sonst nicht rein, ist aber auch nicht so dramatisch. Wir haben noch eine Notfallklappe, haben wir extra dafür eingebaut, dass wir, wenn wir irgendwas in der Kabine vergessen, da reinkommen. Lasst uns mal doch reinschauen. Von außen wird das Ganze angesteuert. Wie es aber eigentlich funktioniert, zeige ich euch kurz. Und zwar haben wir unter dem Bett eine Lineareinheit. Das ist ungefähr 1 Meter lang. Und wird mit einem Trapezgewinde werden 4 Stößel angedrückt, wo quasi Hydraulikflüssigkeit drin ist. Aufgrund der Drehung von dem Akkuschrauber wird diese Linealeinheit vorbewegt und es werden 4 Hydraulikschläuche quasi mit Druck versorgt. Und diese Schläuche gehen quasi rund um die Kabine und werden dann eben hier direkt in diese Stützen eingeführt. Aufgrund der Übersetzung dieser Linealeinheit reicht die Kraft des Akkuschraubers völlig aus, um dieses rund 200 Kilogramm schwere Dach komplett anzuheben. Die bekommt ihr auch bei Bansbach so direkt. Ich schreibe euch auf jeden Fall unten mal den Link rein zu dem Bansbach Easy Motion System. Jetzt aber mal noch kurz ein lustiger Fact zu dem Thema. Hier. Eine Skateboardrolle. Gruß an alle Skater. Wenn ihr mal eine Hubkabine bauen wollt, schmeißt eure alten Skateboardrollen nicht weg. Ihr müsst sie nur kurz aufbohren und dann habt ihr den perfekten Abstand für die Hydraulikstützen an der Oberseite, dass ihr quasi das Dach schwimmend lagern könnt, damit es nicht im Falle, dass sich die Kabine bzw. der obere Teil des Schuhkartons mit dem unteren irgendwo verklemmt, zum Beispiel durch die Fenster, durch Anbauteile oder sonstige Dinge könnte es sich verklemmen, dass eben die Hydraulik nicht beschädigt wird, kann die Hydraulik sich quasi eigenständig zum Dach bewegen. Das Ganze ist uns auch schon ein paar Mal passiert, dass man zum Beispiel vergessen hat, das Bett quasi wieder zurück in den Schlafmodus zu machen, weil wenn das als Sofa steht, geht es quasi drüber raus und dann würde sich die Kabine so schräg setzen. Wenn jetzt aber die Stützen fest an der Decke festgemacht wären, würde das Ganze sich so verklemmen und im schlimmsten Fall würde es sogar die Verankerung quasi im Dach rausreißen. Deswegen sind die Stützen nicht an der Decke befestigt. Wir haben noch eine zusätzliche Sicherung, dass es im Falle eines starken Windstoßes das Dach nicht wegheben kann. Weiter geht's mit dem Thema Dämmung und Verkleidung. Wir haben erstmal die ganzen Bleche rundherum fertig gemacht gehabt und haben dann angefangen, das Ganze mit Armaflex 19 mm zu dämmen. Wir haben rund 24 Quadratmeter Grundfläche in der Wohnkabine. Die haben wir vollflächig mit Armaflex beklebt. Und an den Stellen, wo quasi der Verstärkungsrahmen durch das Vierkantprofil ist, haben wir noch zusätzlich ein Armaflex
Band in 5 mm aufgeklebt, um Schwitzwasser zu vermeiden. Nachdem das Ganze dann komplett gedämmt war, haben wir erstmal eine 12 mm Multiplexplatte in den Boden eingesetzt, auf dem wir unsere Möbel befestigen könnten. Weil unsere Wandverkleidung nur aus 4 mm Pappelsperrholz ist, konnten wir die Möbel daran nicht festmachen. Wenn man es versucht, passiert nämlich das, was man eigentlich nicht erwartet, und zwar die Wand zieht sich an die Möbel. Das würde euch daheim nicht passieren. Daheim sind die Wände nämlich ein bisschen schwerer als 4 mm Pappelsperrholz. Klingt dafür wunderschön. Falls ihr euch jetzt aber denkt, dass hier ja Sachen festgemacht sind, wie zum Beispiel dieser wunderschöne Bügel oder der Tisch, der hier so eingehängt ist. Diese Sachen sind alle genau da festgemacht, wo quasi der Verstärkungsrahmen im Fahrzeug eingebracht ist. Den sieht man auf diesem Bild relativ gut, glaube ich zumindest. Als wir das Ganze dann soweit verkleidet hatten, haben wir auch angefangen, Möbel zu bauen. Die haben wir dann noch ein paar Mal geändert. Bis zu dem jetzigen endgültigen Konzept, so werden wir auch losfahren. Davor hatten wir eine U-Sitzgruppe, die haben wir aber wieder rausgeschmissen aufgrund einer fünfteiligen Matratze. Darauf schläft keiner gut, jetzt schlafen wir deutlich besser. Viele wollten noch wissen, wie es denn eigentlich mit dem Thema Abdichtung ist zwischen dem Schuhkarton. Wir haben zwischen dem oberen und dem unteren Teil der Kabine rundherum eine Borstendichtung geklebt und verschraubt. Die wird normalerweise unten an Türen geklebt. Wir haben sie aber hier jetzt rundherum mit knapp 9,5 Metern aufgeklebt. Die gibt es immer in so 1 Meter Stücken. Wir haben zwischen dem oberen und dem unteren Teil der Kabine haben wir rund 10 mm Luft. Und die Borstendichtung hat 15 mm, hat dadurch immer einen leichten Anpressdruck. Ist natürlich vom Geräuschfaktor nicht wirklich perfekt, aber auf jeden Fall besser wie ein Zelt. Wasser kommt eh keins rein, weil das müsste erstmal 10 cm hoch. Und sonst kann da auch nicht viel rein. Also Staub kommt keiner rein. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Moskitos ist. Ich glaube, das könnte wahrscheinlich, die können sich da einen Weg bahnen. Aber da kommt dann, falls wir mal in Malaria-Gebieten oder sowas sind, haben wir sowieso noch ein zusätzliches Moskitonetz, das wir uns übers Bett werfen, dass wir zumindest beim Schlafen geschützt sind. Und der anderen Zeit muss man sich eh mit jeglichen Moskitoschutzmitteln einfach einschmieren und kann man sie von sich abhalten. Nur noch etwas zum Thema Heizen in einer Absetzkabine. Ist vielleicht für manche auch relevant, weil man ja eigentlich keine Standheizung in eine Absetzkabine machen kann, weil man entweder die Dieselleitung koppeln müsste oder die Luft koppeln müsste oder auch die Elektrik zwischen Fahrzeug und Wohnkabine. Wir haben das Ganze so gelöst, dass wir unsere Heizung vorne in der Fahrzeugkabine haben und haben einen Luftschlauch unterm Fahrzeug gelegt, der quasi einfach so, wenn man die Kabine richtig draufsetzt, genau aufeinander geht. Und für die Elektrik, für das Bedienpanel, haben wir einen wasserdichten Stecker außerhalb des Fahrzeugs gemacht und dann können wir ganz normal die Standheizung wieder bedienen. Zur Stromversorgung haben wir 200 Watt Solar auf dem Dach. Hier unten eine 100 Amperestunden AGM Batterie, die einen 1500 Watt Spannungswandler speist, damit wir auch Geräte mit 230 Volt betreiben können. Zusätzlich kommt dann aber auch noch ein Ladebooster rein, der dann nachher beim Fahren mit 25 Ampere zusätzlich auch noch die Batterie lädt, dass sie auf jeden Fall immer voll ist. Das Ganze wird dann über einen kleinen Sicherungskasten an die Schalter vorne übertragen. Thema Licht. Wir haben in dieser Kabine indirektes und direktes Licht. Einmal das indirekte Licht haben wir rundherum. Das ist ein relativ angenehmes Licht, um, wenn man sich zum Beispiel einfach nur in der Kabine aufhält, aber jetzt nichts Konkretes machen muss. Zusätzlich haben wir aber hier oben in der Decke noch direkte Strahler, zum Beispiel um zu kochen, dass man eben auch sieht, was im Topf ist. Mit einem indirekten Licht wäre es relativ unangenehm zu sehen, was in einem Topf ist, weil halt kein Licht reinkommt. Was für ein Gefasel auch mal wieder hier. Die Elektrik habe ich euch ja schon im Roomtour-Video erklärt, deswegen gehe ich da jetzt nicht nochmal genau drauf ein. Das Einzige, was ich nochmal klar und deutlich erwähnen möchte, wichtig ist immer, einen Hauptschalter zu haben. Der ist in dem Fall für 100 Ampere ausgelegt, dass ihr im Notfall die Elektrik einfach mal totschalten könnt, falls irgendwo Kabelbruch, Kabelbrand, irgendwas derartiges sein sollte. Ist natürlich jedem auch selbst überlassen, wie er sowas machen würde. Ich will in diesem Video eigentlich mehr zeigen, wie man quasi das Grundkonstrukt baut. Weil ich denke, Möbel bauen ist für die meisten einfacher möglich, wie eine Wohnkabine zu bauen. Weil da geht es halt aufgrund von der Dichtigkeit, ist es deutlich komplizierter. Und deswegen geht es jetzt auch direkt weiter. Ich möchte euch jetzt mal noch eine kleine Kostenaufstellung zeigen, was
ich bzw. was ihr dafür einrechnen müsstet, wenn ihr ungefähr in dieser Dimension eine Wohnkabine bauen wolltet. Fangen wir an mit dem Thema Bleche bzw. GFK-Wände. Ich habe mich für Bleche entschieden. Ich würde jetzt, wenn ich die neu kaufen müsste, mit rund 3.000 bis 4.000 Euro für Bleche einrechnen. Plus nochmal 800 Euro für eine Abkantbank. Die können wir aber erst später wieder verkaufen. Kommt aber dann erst am Ende der Rechnung. Für GFK-Wände müsstet ihr ungefähr 4.000 Euro einrechnen. Dann kommt da noch zusätzlich eine ganz schöne Menge an Kleber, Winkeln und. Hat alles seine Vor- und Nachteile. In dem Fall, dass ihr Bleche verwenden würdet, müsstet ihr natürlich dann auch noch die Dämmung hinzurechnen. Hier waren es ungefähr 4 Rollen Armaflex, in dem Fall ungefähr 350 Euro bei den aktuellen Materialpreisen. Um die Bleche zu verstärken, habe ich einen Systemprofilrahmen eingesetzt. Der hat mich ungefähr 300 Euro gekostet. Den habe ich bei Systemprofile billiger oder irgendwas gekauft. Für die Türen und Klappen würde ich bei Mekuwa beispielsweise rund 500 Euro einrechnen. Wir haben jetzt in dem Fall die Tür selber gebaut, weil wir ja noch Bleche übrig hatten. Haben es einfach mit Edelstahlscharnieren verstärkt und hatten dadurch eine selbstgebaute Tür, die natürlich deutlich günstiger ist. Im Nachhinein würde ich vielleicht auch eine Mikuva-Tür einbauen, wäre aber jetzt ein deutlicher Mehraufwand im Nachhinein. Für die Absetzstützen habe ich in dem Fall nur 30 Euro bezahlt. Wolltet ihr hochwertige Stützen, dass ihr es auch unterwegs nutzen könntet, müsstet ihr rund 2.000 Euro für die Stützen einrechnen. Die findet ihr im Wohnmobilbereich, beziehungsweise wenn ihr Absetzstützen für Wohnkabinen, zum Beispiel für Pickups sucht. Unsere wunderschönen Fenster sind die Fender-Fenster. Die kriegt ihr wirklich spottbillig. Da kostet ein Fenster ungefähr 150 Euro, beziehungsweise alle vier 600 Euro plus die Dachluke 100 Euro, also rund 700 Euro für Fenster. Wenn ihr natürlich doppelt verglaste Kunststofffenster wie beispielsweise von Dometic verwenden wolltet, müsstet ihr halt mit 700 Euro pro Fenster rechnen. Wie uns war es eigentlich wichtig, dass es hell in dem Fahrzeug ist. Die Fenster sind 1050 x 450. Dadurch haben wir natürlich im Fahrzeug auch extrem viel Licht. Die gesamte Hydraulikeinheit hat uns rund 1.300 Euro gekostet. Diese wird aber auch komplett hergestellt für euch mit genau vorgefertigten Längen für die Schläuche, vorentlüftet. Das heißt, ihr müsst eigentlich nichts zur Thematik der Hydraulik selber wissen. Ihr müsst einfach nur die vier Schläuche anstöpseln, ist auch egal wie, also in welcher Reihenfolge, ist egal. Die Halterung dafür müsst ihr vielleicht selber basteln, es gibt welche. Wenn es aber an euer vorheriges Konzept nicht zusammenpasst, so wie bei mir zum Beispiel, müsst ihr euch selber Halterungen an eure Wohnkabine bauen. Wir haben in dem Fahrzeug rund 1.000 Euro Holz noch verbaut. Natürlich mit den ganzen Wänden, den ganzen Möbeln, Bettplatte, Tischplatte, was halt einfach alles so drin ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei den aktuellen Holzpreisen vielleicht auch ein bisschen mehr ist. Was ihr natürlich auch noch rechnen müsst, ist ja, dass ihr vielleicht sowas wie einen Kühlschrank braucht. Eine Spüle, einen Wassertank, eine Matratze, sonstige Dinge, die halt einfach in so ein Fahrzeug auch noch reinkommen. Da würde ich auch auf jeden Fall mit 1.500 bis 2.000 Euro rechnen. Je nachdem, welche Preiskategorie ihr rechnet, könnt ihr auch gerne 10.000 Euro ausgeben. Für die Elektrik haben wir rund 1.000 Euro bezahlt. Das heißt, ich rechne damit Batterie, Spannungswandler, Solarladeregler, Solarpaneelen und auch zum Beispiel noch der Standheizung, die ja bisher nur eine China-Heizung ist. So, jetzt haben wir alle Kosten mal grob aufgezählt. Unterm Strich wären das rund 12.000 Euro, die ihr einrechnen müsstet für eine solche Wohnkabine. Jetzt könnt ihr aber die Abkantbank wieder für grob 600 Euro verkaufen. Meine war innerhalb von einer Woche wieder verkauft. 200 Euro Verlust war für mich völlig in Ordnung, weil ich habe damit rund einen Monat gearbeitet. Das heißt, wir waren am Ende bei rund 11.400 Euro für das gesamte Projekt. Bei uns war es jetzt natürlich noch ein bisschen günstiger, weil wir ja auch noch die Bleche geschenkt bekommen haben. Dann hatten wir, sag ich mal, das Campingzubehör hatten wir alles schon. Den Kühlschrank hatten wir davor auch schon im Defender drin, den haben wir einfach nicht mitverkauft. Bei den Stützen haben wir auch nochmal gut Geld gespart, weil wir diese einfachen Stützen verwendet haben und keine 2.000 Euro Stützen. Für uns hat die Kabine quasi nur ungefähr 6.000 Euro gekostet. Wenn ihr irgendwo die Möglichkeit hättet, um beispielsweise kostenlose Blechhütten irgendwo zu bekommen, nutzt die Chance, versucht es euch so billig wie möglich zu machen. Es ist möglich, es ist natürlich trotzdem kein mega günstiges Projekt, aber es ist halt auch eine Wohnkabine. Und im Vergleich zu einer Leerkabine, die ihr bei Herstellern bekommt, die kosten meistens so um die 25.000 Euro und die sind dann noch leer. Mit ein bisschen Eigenleistung könntet ihr hier ein geiles Projekt starten, wo ihr wirklich viel Geld sparen könnt. Wenn ihr sagt, dass ihr euch das auf einem T4, T3 oder sonst irgendwas euch denkt, so hey,
Ich will sowas haben, aber ich will jetzt nicht 25.000 Euro investieren in eine Leerkabine. Aber das ist jedem selber überlassen. Dieses ganze Video soll euch einfach so ein bisschen helfen, vielleicht als Überlegung, ob ihr es wirklich realistisch findet für euch, das bei euch zu bauen. Ihr braucht auf jeden Fall einiges an Platz. Ihr braucht viel Zeit und vielleicht am besten noch einen Helfer, weil ich hätte es ohne Kilian nicht geschafft, das Ganze zu bauen. Der war von Tag 1 dabei und hat mich immer dabei unterstützt, war eigentlich jeden Tag da. Wir haben, glaube ich, gute, sagen wir mal 1000 Stunden ungefähr in das Ganze reingesteckt, bis es so aussah. Wir haben das Ganze oft umgebaut, weil es uns dann immer im Nachhinein nicht gefallen hat. Es war alles natürlich nicht ganz so geplant am Anfang, aber es kommt alles anders wie geplant und öfters, oder wie war der Spruch? Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Das war's an Informationen, die ich euch zu dem Thema Absetzkabine geben kann. Falls ihr noch mehr Fragen habt, schreibt sie doch einfach unten in die Kommentare. Ich versuche auf alles einzugehen. Solltet ihr selber so ein Projekt starten, schickt mir doch einfach mal Bilder in Instagram über Ose Umweg. Ich würde mich mega freuen. Mir haben auch schon einige geschrieben, die ein solches Projekt gestartet haben. Auch zum Beispiel der Küstenrost hat mal angefangen, so ein Projekt zu bauen. Leider hat er damit irgendwann wieder aufgehört. Vielleicht fängt er ja auch wieder an, wer weiß. Ihr müsst ihn nur einfach dazu motivieren. Ansonsten hoffe ich, dass ihr alle Informationen bekommen habt, die ihr wollt. Lasst doch einfach ein Like oder ein Abo da. Hauptsache, ihr habt euch lieb.